So, die nächste Moderation, Frank, besonders. Vor allen Dingen, weil sie selber Schnitt machen muss. Ja. Und zwar, letztes Jahr ist er mal kurz vor knapp von der Schiff gesprungen, hat er gemeint, er muss auf den Klo gehen. Heute bespiele ich Michael Kummerhoff. Letztes Jahr hat er, ich wollte gerade noch holen, aber ich muss sagen, letztes Jahr schon eine wirkliche Verdrehung gehabt. Letztes Jahr nämlich die Frau Alexander, die ist halt rausgerissen. Ja, ja, du hast halt nur eine schöne Letz gemacht. Ja, der hat eine super Rekorde da oben. So, genau im Mikro. Aber du kriegst eine Chance, Michael. Du kriegst eine Chance, wenn du für so richtige Boxen schon kannst du wieder fiefsen. Wollt okay? Und zwar, ich stelle da vier Fragen, wenn du zwei beantworten kannst. Ja? Dann bist du los. Okay. Die erste Frage ist, was machen zum Beispiel Rosinbinder? Leuchten. Ja, das war schon zu spät. Also, nein, war schon war schlecht, das spontan war. Das war schon mal gut, aber das war zu spät. Was steht bei einer Putzfrau normalerweise auf dem Grabstein? Sie putzte gut. Nein, sie kehrt nie wieder. Russland einen ökologischen Kaugummi-Kauer. Ui. Ui. Überbrach. Vollmännlich sein. Mooskauer. Okay, du bist nein, du hast keine Chance mehr, aber die nächste Frage stelle ich dir hin. Ja, warum gibt es an der Frankfurter Börse keine Toilette? Wieder keine Chance. Du bescheißt jeder jeden. Aber, du hast jetzt so 2 bis 3 Minuten Zeit, irgendwas über die Roboter sagen, wenn du kennst den lang genug. Guckst du irgendwas, also ich muss sagen, ist ja alt, war der Wolfgang Bombay hier oben gestanden. Ja. Der hat da einen Trinksprung noch mal ausgerockt aus dem Helm. Der müsste unheimlich gut vorbereitet gewesen sein. Ich will sie wissen, ob das nicht hochbringt, oder was auch gut. Also gut, ich versuche mein Bestes. Also liebe Narren, liebe Bruchwalmer, liebe Dana Thaler, ich bin überrascht, ich bin etwas dann auch vielleicht überfordert, aber ich suche mein Bestes. Aber einen Ringspruch hätte ich schon noch, bevor es losgeht. Und zwar ist er gewidmet unseren Frauen, stimmt nicht ganz, nicht allen Frauen. Ein Großteil der Frauen stimmt auch nicht ganz. Wahrscheinlich sind es die Minderheit, aber er ist ihnen gewidmet. Und das Thema Frauen und Schwiegermütter und so war schon Thema heute Abend beim Michael Schelinski oder auch beim Romanov Evkev, der wieder Kaiser hat. Also, ein Ringspruch, bitte die Gläser. Ja, wo ist meins? Also, bitte die Gläser hoch. Für alle Schwiegermütter, Gott sei Dank ist meine Hand unten nicht hoch. Die Gläser hoch. Zwei Schwiegermütter gingen baden. In einem See bei Berchtesgaden. Die eine ist ersoffen, von der anderen wollte es hoffen. Prost! Jetzt habe ich noch was zu den Rotblonden. Die haben dann alles Mögliche hier gesucht, Daumen, Globe und solche Dinge. Aber sie sind wenig international. Zumindest was ihre Bezeichnung anbelangt. Rotblonde, Rotblonde. Ja, man kann sich darunter noch was vorstellen. Ja, deswegen würde ich jetzt meinen, wir tauchen sie um heute Abend. Und zwar international nennen wir sie ab sofort The Red Blondies. Da muss ich drauf, Tino. Alles Wunder, doch bei Ruf heirat. Von 30 Jahr, von 30 Jahr. Doch war man alle noch jung und schmal. Die Wunder, die ist er da.
Gut. Haus. Jawohl. Das wird an. Ja. Die Männer. Durchzählen. Sind wir mal da. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Was? 7? Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Alter, ja. Hey, halt. Achso, Alter, fick. Udo. Udo. Rufen, Helmut, rufen. Ah, geh doch jetzt raus. Udo. Genau so. Geh doch jetzt mal raus. Raus? Er traut sich. Das studiert sich ein bisschen. Oh, ich hole ihn um. Udo. Sie sind so lange auf der Bühne. Das macht er sonst nie. Servus, hallo! Sport, hallo! Nicht mit Kopf, also das scheint ein Spaß zu machen. Also, wir sind kurz was dazu sagen. Ja. Unser Udo ist kalt wie du, echt. Es geht ihm gut, hab's aber keine Angst. Gell, Udo? Gell, Udo, es geht, ja. Nee, ich auf dem 80. Geburtstag irgendwo, was am Schnee von Alkohol-Podcast und genau, das ist eh wichtig, deswegen. Du, meine Herren, oben entschuldigt, aber ganz wollen wir nicht auf ihn verzichten. Er ist doch wohl. Er geht halt zu uns dazu. Ja, und das ist halt richtig. Und wenn er mal falsch singen, wie sind wir denn falsch singen? Hallo, Herr Werner. Danke, Robert. So. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir. Schön, schön, dass wir heute mal wieder da sind, die Rufweiler. Ja. Wir werden ja fast keine Zeit gehabt. Also, wir waren auf Auslandstour. Weil 2012 haben wir nämlich eine riesige Russland-Tournee gemacht. Und da dabei haben wir wirklich, wirklich schöne Konzerte gegeben. Ja. Aber bis auf das Ende keine Konzerte. Oh, das war. Oh, oh ja, keine Konzerte. Sau kalt in der Reich. Und wenn ihr Rotlunde mittlerweile, man sieht es am August oder am Hals drüber, so viel hoher hin, hätten wir halt wissen, was über den Kopf ziehen, wie der geht. Halt. Das hat so ausgesehen wie ein Hals drüber. Ja. Ja. Mein Gott, erste Liedzunge haben sie örtliche Sicherheitskräfte auf Einladung von Putin persönlich. Von der Bindung und Erkolten haben sie dann da ganz weit dahin am Arsch der Welt hingefahren. Ja. Ja. Und da war es noch Kinderwinterkeich, also saukalt. Und die haben uns Russisch gelernt, also wir haben jetzt richtig Russisch gelernt, ihr Männer. Da heißt ja. Ja. Dabei heißt ja. Ja, aber. Niemals dürfen wir nicht sagen, schon werden die Arbeitstage in den Stäblich immer länger. Richtig. Ja, aber mittlerweile können wir aus einem 2-Tonnen Stäblock Krippelfiguren rausbringen. Ja. Aber an den langen Winter ohne das haben wir ja viel Zeit gehabt. Unter anderem ein paar Lieder zu schreiben. So zum Beispiel unser erstes Stück, wo wir uns jetzt wohl bis zur Unkenntlichkeit vermuten müssen. Udo, mach mit. Sie schauen so, Udo. Ja. Heute ist mal die Wodka-Schlümpfe, dann müssen wir uns im Motorbase. Geht's? Hier, bei mir. Ja. Bist du bei Udo? Oh, Entschuldigung. Das sieht schon falsch, was er nicht sieht. Sieht er was? Ja. Oh, der Dorn, Freunde. Okay. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Wir kommen alle aus Bruchweiler. Seid ihr alle hier? Hier gibt's Essen und auch Bier. Soll ich euch ein Lied vorsingen? Ja, wir wollen mit dir klingen. Ich kenn ein Lied mit dem roten Chor. Sing es uns bitte einmal vor. La la la. Land. Was dort geschieht, ist allerhand. Ein Frauenchor, der hatte Mut. Der Putin.
nicht gepasst. Schenk ihm Pussis in den Knast. Und die Moral von der Geschichte: The Voice of Russia lohnt sich nicht. La 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 la. Das Spiel, der SG minus das nicht viel. Vier Tore fangen ist nicht schwer. Vier zu schießen umso mehr. Halt, wir haben noch ein Alternativschusskonto oder so. Ja? Naja, du bist ein bisschen besser vor, ne? Ja, der Schluss fällt. Ein Lokalderby, das ist wunderbar. Gibt's vielleicht im nächsten Jahr. Ihr Buchweiler dunste du die Dame voll zerknallen. Die Büsche ich im ganzen Kreise. Ich hab nie was wirklich ist. Erst gebaut und dann gedacht. 100 Jahre gute Nacht. Am Schluss hat die Vernunft gesiegt. Ich hab nie die Kurve jetzt kriegt. Verfiel Geld war der Schenker weg. Die Planer und die Bauarbeiter finden noch ein bisschen Scheiter. Vielleicht. Am Tage wurde viel gebaut. Das Kupfer wurde nachts geklaut. Zur Wehr gebaute große Mauer. Der lichte Vorstand auf der Lauer. Mit Diebe um die Hütte kreisen. Red wie du mit Butzle Speise. La la la. Hoch hinaus, aus dem Dach vom Gemetzhaus. 80 Pflanzen, wunderbar. Im Glashaus nicht zu sehen, haha. Zum Zehren sind sie nicht gedacht. Wer zu viel raucht, der ständig lacht. Du Hemmer, Heide, Pade, Bein. Sieh mal uns jetzt einfach nein. Auf jetzt, Männer, zieh sie jetzt weg. Zieh ich mal auf, wenn ich mir ein Zeichen. Aber richtig. Und jetzt? 1, 2, 3! La la la.
Christian, ich hab so. Ja, eine russische Weisheit, sag ich jetzt. Eine russische Weisheit heißt, solange wie man auf eine bäuerliche Kanone sich festzuhalten, ist man nicht vorgezogen. Prost. Hast du noch nie Gulden? Sauber, Herr Auber. So, oder? Apropos 2013. Ich weiß, da in Bruchliburg-Erbitz, da ist man unheimlich informiert, deswegen wissen wir, 2013 ist in Deutschland das Russlandjahr. Und in Russland ist das Deutschlandjahr. Das und du meinst, wir hätten dem Deutschlandjahr in Russland jetzt zu verdanken, dass wir heute oben da zur besseren Völkerverständigung freigelegt hätten. Über die Fasnacht. Ach jo. Ja. Weil nach der Fasnacht, Entschuldigung, sollte man einmal wieder zurück. Noch zu mir. Soll ich rüber? Jo, gut ist. Aber weil wir jetzt so die Kälte so gut gewählt sind, weil wir dann überall waren, darf man jetzt in Skigebiete singen wie St. Moritz oder in. In Sushi fahren wir eh noch hin dieses Jahr. Sushi ist. Ich. Scheiße, kein. Sushi? Ah ja, da wo die Olympischen Winterspiele sind. Ah, Sushi! Sushi, ja. Ja, die Olympischen Winterspiele, ich bin sportlich sicher, recht aktiv. Après Ski und so weiter, also da sind wir wirklich sehr gut. Und deswegen ist das nächste Stück ein sportliches Stück. Wenn man es jetzt ganz nicht so gut versteht, sollte. Du sprichst perfekt aus. Das auch was sollte. Ja, genau. Das ist ein bisschen E-streichig gesungen. Also ein sportliches Stück. Ja, wenn er der Refrain geht, kann er mitziehen. Oder mitklatschen, das ist egal. Mutters Zimmer an, ich sitze da bis in der Flur und schau nach Buchsen zu. Und weibern sie zwar in die Muschel an, schlägt dieser Hut da drückt ihr Selbstvertrauen. Die Zicher sind verschwollen und Blut ist rund. Genussvoll weißer Emser, Schnitzelbrot. Und die Donne kriegt einer in die Knie, der zufrieden zu sein. Zu sein Bier, ist eben der Sport. Es ist so dumm, mach uns hart. So dumm, mach uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist für die Ballonschuh. Wind und Schiff sich dürfen huschen. Schweizer Bund nicht mit den Huschen. Gibt der großen Schlägerei. Hier ist über live dabei. Fang jetzt an, wo Leute fahren. Sich der Auge ist ganz genau. Wetter, Backwarts, Läufe, Backer, Jänger, Bisse, Rüth, weil er ist abgeblüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur weil seinen Morgen Licht zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h, lockt ihm ein erfundenes Vorbrach. Und hinter Körper regungslos im Schnee schmeckt er so richtig der Kaffee. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist für die Ballonschuh. Wenn er bei der Zwischenzeit sich zu uns von einem Schirm befreit und bis in die Landschaft schickt, dass jeder seine Urlaub mehr. Wenn er es überleben tut, wird er nach einem Interview. Es wird ein jeder Sport auch mit der Zeit ein Gefühl, wenn es auch härter füllt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Hey, hey, hey. Die Sprung mit einem Dumbler sitzen an und hofft auf einen Scheidebruchsrad. Weil durch ein spektakulärer Crash wird ein Grand Prix richtig frisch. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist für die Ballonschuh.
Es wäre Export. Exportieren die Bolivier. Ist allerdings nicht so zufrieden. Zwei Nachtflammen, das ist ein Rohr. Scheint bei ihm das wieder der Rohr. Scheint der Kalt auf dem Rühmer. Das ist jetzt ein schöner Schöntum. Es wäre Export. Lieber war doch sportlich hier. Boah, du meinst schon. Russische Weisheit, sag ich nochmal, warte mal. Russische Weisheit. Die Trunkenheit von gestern. 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 Ich muss österreichisch. Ich bin auch zentralisiert. Ja, schwitzt nicht für das von morgen. Ja. Ich werde es jetzt heißen, ich war gestern auf dem Sommer, Alter, und bin es wieder. Prost. Russische Männer kennengelernt, russische Frau kennengelernt und vor allen Dingen den russischen Brennstoff kennengelernt. Und wie man hier reden tut, zeigt es mir gerade unser Kollege, wenn man zu viel zuhört. Ja. Direkt kommen wir einsteigen in eine alte russische Tradition, liebe Freunde. Es gibt in Russland in Lage nicht einen Abend, ohne dass nicht ordentlich gekippt wird. Wir haben einen fantastischen Wodka ausgeschenkt. Und wir nehmen den Wodka in der rechten Hand, in der sogenannten Wodka-Hand. Dann hebst du das Glas, dann sagst du Ras, Ras. Dann stoßt du an, dann sagst du Dua, Dua. Dann trinkst du den Wodka und dann sagst du Schön. Ein fantastischer Wodka, der brennt in deinen Nacken. So, nun kommt der schwierigste Teil. Du schmeißt die Glas rückwärts in die hohe Bogen über die Schulter und dann rufst du Störe. Störe! So geht der Wunderdrinken, lauf wie an der Spürse. Ja, aber von lauter Wunderdrinken haben wir verlernt, Bier zu trinken. Und Dolfo hat das nächste Lied und zeitgleich das letzte Lied. Letztes Stück! Absolut das letzte Stück! Letztes Stück! Berühren deinen Mund an meinem Spüren an der Bar, an der Bar, an der Bar. Ach, wie seh ich mich nach Bier, heiß geliebte Flasche Bier an der Bar, an der Bar, an der Bar. Trink mit mir noch ein Bier an der Bar, an der Bar. Sing mit mir bis zum Vier an der Bar, an der Bar. Wer Liebe mag, für Scheinigkeit, der trinkt für Wahnsinnigkeit. Ihr trefft uns heute Abend an der Bar. Moses Gott, der Abendschweifer, wurde wasserkreis zum Wein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Doch viel bequemer hast du's hier, brauchst nur zu rufen, noch ein Bier. An der Bar, an der Bar, an der Bar. Trink mit mir noch ein Bier. An der Bar, an der Bar, sing mit mir bis zum Bier. An der Bar, an der Bar. Wenn die Bier macht eine Kleinigkeit, der schläft auf eine Kleinigkeit, der trinkt von uns heute Abend. An der Bar, ich hab nur eine Frage. Wer gibt ein Bier aus? Wer gibt ein Bier aus? Alkohol, Alkohol, dass du mein Feind ist, weiß ich wohl. Ist mir klar, ist mir klar, ist mir klar. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. An der Bar, an der Bar, an der Bar. Trink mit mir noch ein Bier. An der Bar, an der Bar. Sing mit mir bis zum Vier. An der Bar, an der Bar. Wenn Liebe war für Kleinigkeit, dann trinkt doch mal eine Kleinigkeit. Wir treffen uns heute Abend an der Bar. Trink mit mir noch ein Bier. An der Bar, an der Bar. Sing mit mir bis zum Vier. An der Bar, an der Bar.
Für Liebe, Mord und Heiligkeit, für Tanz, auf alle Kleinigkeit. Wir treffen uns heute Abend an der Bar, alles klar. Ja, wir treffen uns heute Abend an der Bar, alles klar. Ja, wir treffen uns heute Abend an der Bar. Ich hab noch eine Frage, wer gibt Bier aus? Du, 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 du. Thank you.
Dankeschön. Ich hoffe, vielleicht kommt der Händler, soll ihn grenzen.